herzlich willkommen zu einem weiteren Foot Champions Pack Opening mit und von Salon of Seven Games. Es ist soweit, wir können unsere November-Monatsbelohnung abrufen. Im Monat November habe ich an allen vier teilgenommen, habe es dadurch auf Gold 2 geschafft. Und ja, dafür gibt es einmal dieses nette Trikot Champions Gold. Also ich finde es richtig nice. Naja, ob es man dann vor allem in der Weekend League tragen wird, ist eine andere Sache. Naja, dann man schon, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und ein Goldfoot Champions Set. Also richtig, richtig nice. Nichtsdestotrotz habe ich, nicht schnell verkaufen, nee, fein. Habe ich auch noch ein paar andere Packs zum Öffnen, damit wir, wie ihr seht, bin ich nicht qualifiziert für die aktuelle Weekend League. Ja, ist aber auch nicht schlimm, weil ich keine Lust hatte, aber okay. Nichtsdestotrotz haben wir weitere Packs zum Öffnen. Ich habe ein kleines Dwarf gespielt und ein paar SBC-Challenges gemacht. Von daher haben wir ja auch noch ein paar weitere Packs. Deswegen fangen wir mal hier mit den kleinsten an, mit den Gold-Sets. Mal schauen, was da so drin ist. Natürlich Non-Rare, ein Torwart aus Russland, der Grütschuk, ein Kebano, ja, nichts Besonderes. Ach, das, dies hatte ich nicht vor, das wollte ich machen, und ja, schnell verkauft, tschüss. Genau, und weiter geht's mit dem nächsten Gold-Set. Schauen, was da so kommt. Ah, natürlich auch wieder kein Non-Rare. Kacema Cakash. Alles klar. Ein Torwart von Osmanlıspor. Und ein Trikot von AS Monaco. Naja, packen wir auch wieder alles in den Verein. Rest verkaufen wir. Dann gehen wir jetzt mal direkt. Ah, ich würde sagen, wir machen mal hier dieses nur Spieler-Set. Da sind Spieler, je 4 Bronze, Silber und Gold und mindestens einer davon selten. Also ist nicht so überragend, aber eine schöne Mixtur und wer weiß, mit ein bisschen Glück. Nee, haben wir wahrscheinlich nicht. Ein kleiner Stern, nicht mal zum seltener Gold. Der Weidenfeller. Mal schauen, wer der seltene ist. Bronze, Silber, was wird sein? Natürlich Bronze. Eieiei, Mann, hab ich wieder. Packluck dieser Runde, das ist ja überragend. Ja, schicken wir jetzt trotzdem alles zum Verein. Dann sind es nur noch 3 Packs und ja, hier gibt es auf jeden Fall 3 Inform-Spieler, alles goldene. Also, da bin ich schon gespannt, aber wir gehen erstmal weiter mit dem Jumbo Gold Set. Mal schauen, was da so Schönes ist. Immerhin einen seltenen Spieler und das ist der TOD. Gucken, was noch so drin ist. Ja. Keine allzu tollen Spieler. Ein Teamtraining. Ja. Naja. Eigentlich nichts Besonderes. Das können wir auch weghauen. So, das heißt jetzt nur 2 Spieler. Und das nächste ist ein Premium-Gold-Spieler-Set. 12 Spieler, alle Gold und 3 seltene. Also hoffentlich ist hier so ein 83 plus 84er. Das wäre schon nice. Mal schauen. Ja, die ist ein bisschen dicker, die Sternschnuppe. Ja, müsste Eriksen sein. Genau. Ist da eigentlich noch was wert, jetzt wo es den auch in Inform gibt? Mal schauen. Ja, gute 8K. Ja, 7 ungefähr. Ja, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hätte deutlich schlimmer sein können. Ist OG noch was wert? Nee, der ist gar nichts mehr wert. Okay. Ansonsten auch nichts allzu Besonderes dabei. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Und es ist soweit. 3 Inform-Spieler, alle Gold-Möglichkeiten. Wir schauen uns nochmal an, wer unter anderem auch mit dabei sein kann. Ich weiß jetzt gar nicht. Ach nee, stimmt. Die können wir ja gar nicht anschauen. Sind ja noch gar nicht dabei. Das heißt, wer alles letzten Monat dabei war, der könnte hier drin sein. Wichtig natürlich, die Spieler sind untauschbar, das heißt, ich kann die nicht verkaufen. Also wäre schon auf jeden Fall vom Vorteil, wenn das auch Spieler sind, die mich auch weiterbringen, also auch in mein Team passen oder jedenfalls sehr, sehr stark sind, weil irgendwelche Kamenis und weiß der Geier was, die bringen mich nicht weiter. So, okay, dann öffnen wir jetzt die Monatsbelohnung. Es war ein sehr harter Monat. 4 Weekend Leagues, 4-mal Gold erreicht. Dafür gibt es jetzt ein Gold-Monatspick. Und wir haben den ZOM, den Forsberg.
Damit, natürlich, es hätte viel besser kommen können, aber damit kann ich legen, denn ich habe schon von vielen gehört, der Forceback soll nicht schlecht sein, die Informkarte ZOM. Die soll richtig nice sein. Mal schauen, wer noch drin ist. Ah, Tim Howard und Biesewatsch. Naja, die anderen beiden sind eher, naja, unnötig, sage ich mal. Aber Forceback ist in Ordnung, kann ich mit leben. Es hätten natürlich auch drei solche Biesewatsches sein können. Natürlich hätte es auch ein Reus sein können oder ach, weiß ich gar nicht mehr, wer alles dabei war. Aguero etc. Aber ich bin damit zufrieden. Und damit sind wir auch fertig mit dem Pack-Opening. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wie gesagt, Weekend League nächste Woche ist nicht da. Dafür übernächste Woche sollte ich wieder dabei sein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.